Edelmetallmesse und Professor Otto steht neben mir. Otto, wir haben den Vortrag bei Ihnen mitbekommen. Sie haben ja ausdrücklich gesagt, dass Ihr Investment etwas verändert haben in Richtung Gold. Ja, ich habe auch gestoppt etwas. Und was waren die Gründe dazu? Die Lage ist unsicher geworden. Ich habe vor 2-3 Jahren Vollgas-Aktien gegeben, das hat sich auch bewährt. Aber jetzt haben wir einen Rücksetzer beim Gold und die sicheren Aktien, die Nestlés dieser Welt, die sind jetzt auch sehr gestiegen, die sind fair. Jetzt kann ich nur noch so in etwas in Aktien mittlerer Qualität, Allianz, Siemens und so weiter, gute Sachen, die auch zur Weltkriege überstanden haben. Aber weil ich jetzt aus den ganz sicheren Titeln etwas raus muss, habe ich quasi als Hedge den Goldbestandteil hochgefahren. Wie sehen Sie die Zukunft von Gold derzeit? Es glänzt. Es glänzt, ja. Also ich hatte neulich noch den Chefvolkswirt der DZ Bank da, selbst der hat schon für das Ende Jahr 2000 hat er einen Goldpreis von über $2000 angekündigt und also nach oben ist das offen. Ich meine, wir haben ja eine natürliche Preisuntergrenze, das sind die Produktionskosten für neue Vorkommen bei $1400, $1500. Viel weiter kann der Preis nicht fallen, aber er kann schön steigen, also die Perspektiven sind gut. Also der fallende Wert ist begrenzt von Ihrer Warte aus gesehen, aber der steigende ist derzeit sehr interessant. So ist es. Ein Discount-Zertifikat sozusagen, wenn Sie Gold kaufen. Okay, aber wir wissen ja, dass Gold nicht unendlich ist. Was glauben Sie, wie der Run jetzt auf Gold? Ich meine, im letzten halben Jahr wurde ja in Deutschland ja wahnsinnig viel Gold gekauft, auch von Privatpersonen. Wie sehen Sie das von der Entwicklung her? Ist denn da noch Möglichkeiten da, dass Gold überhaupt gekauft werden kann? Wird da nicht ja, natürlich. Also Geld wird ja immer weniger wert und die Unsicherheit ist groß. Ich sage bitte nicht alles ins Gold, kauft auch Aktien. Ich habe ja in meinem Fonds auch mal durchaus 56% in 4,5 Jahren ist ja was. Also Aktien sind auch real und Sachvermögen, auch Immobilien gehören dazu, wobei Immobilien auch besteuert werden können. Gold ist schon eine ganz wichtige Basisanlage und da gibt es immer noch Nachholbedarf, das wissen noch nicht alle. Im Verhältnis jetzt zu anderen Edelmetallen würden Sie jetzt Gold auf jeden Fall bevorzugen? Ich für den Einsteiger auf jeden Fall, weil es die Basiswährung ist. Silber ist rechnerisch etwas billiger, wenn man die Gold-Silber-Ratio macht, kann man das zusätzlich machen, aber im Fall einer Krise ist Gold das ultimative Geld. Recht herzlichen Dank für das Interview und wünsche einen schönen Tag. Dankeschön. Schön, dass Sie ein bisschen Zeit haben für uns. Ich habe Ihren Vortrag verfolgen können. Sehr brisantes Thema. Sie haben in Ihren Darstellungen gezeigt, dass wir in einer fast aussichtslosen Situation sind. Und die Politik und alle die Beteiligten sind daran, an dieser Misere schauen zu. Wie können Sie sich vorstellen, dass der Weg in der Zukunft für uns eine Perspektive hat? Ja, also für mich ist die Perspektive dieses Landes und die Bürger, die in diesem Land wohnen, der Crash. Das hört sich zunächst mal negativ an. Aber nach dem Crash wird es besser werden. Und deshalb muss es auch zum Crash kommen. Dieses langsame Dahinsiegen, dieses langsame Sterben, diese langsame Enteignung ist unfair, sage ich einfach. Die ist unfair. Es muss ein Crash kommen und die Leute wissen, okay, es wird schlimm, wir werden vieles verlieren, aber danach geht es wieder aufwärts. Dieser Crash, den Sie beschreiben, der wird ja sicherlich nicht schmerzlos vonstatten gehen. Es wird ja nicht so sein, dass diejenigen, die das verursacht haben, von heute auf morgen zugeben und alles wird, sage ich jetzt mal, schmerzlos vonstatten gehen. Was erwarten Sie von Ihrer Perspektive aus, wie schmerzhaft wird es für uns? Ich erwarte eine Enteignung des Geld- und Sachvermögens von 10 zu 1. Das bedeutet in Euro ausgedrückt, dass wir nur noch 10 Euro haben werden von dem 100? Also Euro ist für mich Geschichte. Es wird eben von 100 Euro, jetzt um 100 Euro wird es 10 neue D-Mark geben, D-Mark 2. Es wird ja auch so gemauschelt, dass D-Mark schon gedruckt ist. Was ist Ihre Informationslage? Meine Informationslage ist, dass nicht die D-Mark neu gedruckt ist, sondern es gibt eine neue Variante des Euros. Und das ist so ziemlich sicher, dass es die gibt, aber das hat nichts mit Verschwörungstheorien oder dem Staatsbankrott zu tun, sondern diese zweite Variante des Euro wurde gedruckt, als der Euro eingeführt worden ist. Und diese Scheine lagern noch. Okay. Pragmatisch gesehen, was empfehlen Sie den kleinen Anlegern? Ist Gold zurzeit eine richtige Alternative? Es ist eine Alternative. Ich empfehle eine breite Streuung.
also Edelmetalle wie Gold und Silber, Immobilieninvestments, Aktien, Immobilienaktien, die kann auch jeder kleine Mann besorgen, dann eben auch Staatsanleihen und vor allen Dingen auch Aktien von krisenresistenten Unternehmen, BASF, Nestle, Coca-Cola, McDonald's, Rheinmetall, das sind so diese Aktien, die ich empfehlen würde. Trinken, Rauchen, Essen und Waffen braucht man immer, auch im Krisenfall. Ist denn das nicht so, dass gerade im Krisenfall dann die Kurse zusammenbrechen werden und die Kurseindrücke, die ganze, sagen wir mal, Geldentwertung da stattfindet, auch im Aktienbereich? Ja, der Aktienmarkt wird im Krisenfall zusammenbrechen, deshalb denke ich ja an die Zeit nach der Krise. Die Unternehmen werden sich nicht plötzlich auflösen. Wir werden auch weiterhin essen und trinken müssen. Der Staat wird sich weiterhin bewaffnen müssen und es wird auch weiterhin geraucht werden. Also von dem her, diese Grundbedürfnisse, also ich lege Wert auf Aktien, wo die Grundbedürfnisse der Menschen abdeckt. Okay. Und diese Grundbedürfnisse werden immer da sein. Und während der Krisenzeit würden Sie Gold oder Silber empfehlen? Silber als operatives Edelmetall, mit dem ich meine täglichen Besorgungen auf dem schwarzen Markt oder auf dem Tauschmarkt machen kann. Und Gold als Wert aufbewahren. Okay. Recht herzlichen Dank für die Informationen und einen schönen Tag noch. Gerne.